Servus, ihr Haudegen, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den Wakatake, oder Wakatake, Zerstörer, Klasse 3 Zerstörer oder Rang 3 Zerstörer, 1922 in Dienst gestellt. Ich habe 3 1er Rohre und 120 mm Artillerie. Das ist ja die Artillerie, ne? So, 9,4 Kilometer Reichweite und 2 Zwillingsrohre, Torpedowerfer, 433 mm, 7 Kilometer Reichweite, ist eigentlich schon ziemlich gut, anders als bei den Russen bisher, die ja höchstens 3 Kilometer haben. Und wir fahren maximal 35,5 Knoten. So, was mache ich jetzt? Ich werde spotten, linksseitig. Damit werde ich mich jetzt erstmal beschäftigen. Also, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, ich krieg's nicht gebacken, vernünftig mit den Zerstörern zu spielen. Vorhin bin ich mit dem unterwegs gewesen, da war ich ziemlich lange am Leben und war auch nicht der Allerschlechteste, aber ich habe nur ein einziges Schiff mit Torpedos versenkt. Und ich habe auch insgesamt nur 3 Torpedotreffer gemacht und da war jeweils immer nur ein einziger Torpedo auf einem Schiff. Das ist halt schlecht abgeschätzt bisher. Meinerseits und ja, ist halt auch blöd, dass man so nah ran muss. Okay, mit dem kann man weiter entfernt bleiben. Das ist ein Kilometer, ne? Wenn das Ziel auch noch auf einen zufährt oder nicht die Richtung ändert, ist ja alles in Ordnung. Aber mit den russischen Zerstörern ist das echt knifflig. Also die sind schwer für mich, finde ich. Wenn man nicht gleich zerlegt werden will, dann ist es schon schwierig, die vernünftig zu spielen. Deswegen Respekt an jeden, der die vernünftig spielen kann. Wie zum Beispiel, da habe ich letztens ein Video gesehen von, wie ist der denn? Squirrel! Also Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja, das ist richtig gut gemacht. So, ich feuer auch mal welche raus hier. Man weiß ja nie, vielleicht fährt da einer rein. Ich werde nochmal drehen. Das Geile an dem Teil ist natürlich, es ist wirklich sehr, sehr schnell. Das ist mit der, das schnellste Schiff, welches ich bisher gefahren bin. Sogar ein Knoten schneller, glaube ich, als der letzte russische Zerstörer, den ich gefahren bin. Welche? Wo? Hat er schon was abbekommen? Noch nicht. Ich werde jetzt erstmal weiter in diese Enge feuern hier. So einmal noch. Machen, dass ich den Kollegen nicht treffe. Ich habe vorhin leider einen mit Torpedos getroffen. Das hat mir echt leid getan. Und das war auch ein Kollege, ne? Das war natürlich schon blöd. Aber das ließ ihn nicht vermeiden. Ich habe mich entschuldigt. Bin ja kein Arsch. Was ich immer. Und der hat sich echt gut gehalten. Der hat sogar mich überlebt. Das war natürlich geil. Und ich war, ich glaube, 80% des gesamten Matches, also 15 Minuten war ich am Leben. Der hat das ganze Match überlebt. Obwohl er nur ein halbes Leben hatte, weil ich ihm ja schon ein bisschen was abgezogen habe. So. Ich will auch hier lang fahren. Aber es war cool am Anfang, weil wir waren wirklich als Rudel unterwegs von 3 Zerstörern. Hat uns auch erstmal den Arsch gerettet am Anfang, weil sich viele nicht so angetraut haben, beziehungsweise gleich wieder abgedreht sind. Nichts in Reichweite. Aber weiter Gas geben, wir schaffen das irgendwie. Irgendwas werde ich schon noch schaffen. Wenn nicht hier, dann in der zweiten Runde. Ich hoffe es zumindest. Wahrscheinlich fahren andere ihre Zerstörer ganz anders, aber ich bin einfach so, naja, schon Noob. Ja, Noob. Bin Noob. Da ich mit den Dingern nicht so gut umgehen kann, aber die auch nicht gleich nach 5 Minuten verlieren will, bin ich natürlich ein bisschen anders unterwegs. Also hier muss man sie ja nicht gleich am Anfang aufbrauchen. Ich denke mal, gerade am Ende, wenn nicht mehr als Schiffe übrig sind, kommt ein Zerstörer vielleicht ganz gelegen. Irgendwie traut sich hier keiner hinter. Ich würde sagen, wir müssen langsam mal ran hier irgendwie. Also wie ich das mitbekommen habe, ist dann noch ein anderer unterwegs. Ein Schuss. Ja, da ist er.
unten raus. Ich werde beschossen, denke ich. Ja, irgendwo ausweichen. Immer Spaß. Gut, jeder so gut wie er kann, ne? Ganz klar. Er will Breitseite schießen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe eine ziemlich hohe Nachladezeit. Ich denke, ich müsste auf jeden Fall langsam raus. Oh, 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 oh. Ich habe so gut wie nachgeladen. Scheiße, Mann. Müssen aber echt welche rein hier. Oder das ist ein gegnerischer Zerstörer. Ich mache mal kurz Nebelwand hier fertig. Aber ich werde hier mit drauf feuern, denn ich will einen Kill haben. Ich habe ihn versenkt, ja, ist klar, gut. Das war nicht schwer. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Das war immer typisches Lackerverhalten. Was? Torpedos? Ein bisschen als Schutzschild hier nehmen. Aber gleichzeitig wieder auch meine Torpedos rausfeuern. Ich habe einen Brand verursacht. Ordentliche Sache. Noch sieht's gut aus. Noch habe ich mich ganz gut geschlagen. Obwohl ich so unfähig bin hier. Ich muss gucken, wie kriege ich die Dinger jetzt raus. Ich muss natürlich auf jeden Fall anders drehen. Ja, Torpedo ist gut, das ist alles nicht so wild jetzt. Ups. Und da lässt sich besser drehen. So, wieder ran. Ich hoffe natürlich, dass er hängen bleibt dort, das wird aber wohl nicht der Fall sein. Da kommen ja doch noch einer mit dem Torpedo. Ich glaube, er setzt zurück. Ja, scheiße. Wird für mich. Einer könnte reingehen, aber ich weiß nicht, ob die Reichweite ausreichend war. Das war viel Reichweite und Weite. Einer könnte reingehen. Super! Super! Oh Gott, I'm so happy! Ja, ich sehe sie. Alles gut, alles gut, alles gut. Hey, das klappt, oder? So, wann sterben sie? Okay, jetzt ist raus. Der ist natürlich schon beschossen, aber es sind ja schon zwei aus dem Spiel hier. Und ich denke, wir haben uns ganz gut hier insgesamt geschlagen. Also auch meine Leute. Jetzt musste ich natürlich irgendwie mal ran da. Jetzt bin ich nicht so der Hammer-Taktiker, gerade wenn es hier um Zerstörer geht. Keine Ahnung, wie machen wir das jetzt? Irgendwie rein. Aber reinfahren da. Okay. Vielleicht zusehen, dass man den anderen Zerstörer auch noch platt kriegt hier. Sie natürlich nicht so leicht holen lassen. Okay, ich bin hinterher. Er ist wieder außer Sicht heute. Das Optimale wäre natürlich, wenn ich richtig nah rankomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, start wieder durch. Halt durch, Mann! Knappe Sache, knappe Sache. Torpedos auf Steuerbord. Ja, alles gut.
muss ich einen von denen noch wegkriegen. Ein Vorteil ist natürlich, ich bin sehr wendig und natürlich schon schnell. Das heißt, Zerstörer sollte für mich selbst keine Bedrohung sein. Oh. Den Quatsch mach ich jetzt auch mal. Torpedos auf Backbord. Nebelwerfer gestartet. Jetzt habe ich ein Problem. Hauptturm ist explodiert. Maschinenboost aktiviert. Ja, das Deck ist es weg, ne? Was willst du machen? Problem gelöst. War natürlich blöd, dass ich jetzt schon meinen Scheiß hier verwendet habe. Jetzt will er mich natürlich fertig machen, ganz klar. Wir entfernen uns ziemlich weit voneinander, ziemlich schnell sogar. Dass die Torpedos nicht reingehen, da, dessen war ich mir schon bewusst, ehrlich gesagt. Ich mach's nicht mehr lange. Ich feuer noch einmal raus und dann ist gut hier. Aber er ist in Brand. Er ist in Brand. Ich kann noch nicht reparieren. Scheiß Mann. Jemand anders hat das für mich erledigt. Gut. Puh! Jetzt habe ich nicht mehr viel hier. Problem gelöst. Ich dachte gerade, was war das jetzt? Ich hätte sogar getroffen, wären die nicht mehr großartig jetzt rausgegangen. Ich habe jetzt natürlich ein anderes Problem. Ein Treffer und bei mir ist Feierabend. Also permanent in Bewegung bleiben. Hier zum Schießen habe ich auch nicht mehr. Oh, das... Oh, oh! Schnellstens rüber dort. Schnellstens! Mein Gott, das ist das Ziel. Das Ziel schlechthin. Oh Gott, bitte lass mich den noch treffen. Einfach nur nah genug ran. Maschinenboost deaktiviert. Ich befürchte... Das sieht schwer danach aus. Dass der mich hier versucht abzufangen. Er fährt auf mich zu. Er fährt auf mich zu. Torpedos. Ich will aber eigentlich näher ran. Ich versuch's mal so. Und so. Jupp. Scheiße. Die noch reingehen? Scheiße, wie war die Torpedosicht? Das habe ich vergessen. Naja, ich glaube, der wird noch drehen. Jemand anders ist auch noch auf den Trichter gekommen. Ich glaube auch nicht, dass die Torpedos reinkommen, denn er entfernt sich zu schnell. Hier ist unserer. Aber gut, ich habe zwei versenkt. Ich mache trotzdem noch eine Runde. Vielleicht wird es in der nächsten noch ein Ticken besser. Obwohl die Gefechte nicht einfach werden. Ne, das wird nichts mehr. Sie sind vorbeigezischt. Guti! Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ich war eben gerade mit der Islasjav, oh mein, was für ein Name, unterwegs und einfach nur frustrierend. Ich hasse, also ich bin eh nicht so ein Zerstörerfreund, aber ich fahre sie halt, um andere Schiffe zu erforschen. Und ich hasse diese russischen Zerstörer. Ich habe auch überlegt, fahr einfach keine Russen mehr, denn du hast da sowieso nur Zerstörer. Ja, außer du kaufst die beiden Premium-Kreuzer. So eine Scheiße. Wer baut denn so einen Dreck mit nur 3 Kilometer Torpedoreichweite, wo du in das Schiff fahren musst, aber nicht jeder auf jeden Fall mitkriegt? Ja. Und die sind ja nicht doof, die Leute. Die wissen ja schon, wo ihr sie hinschießen müssen. Und du wirst auf jeden Fall richtig hart gepickt. Wenn du Glück hast, kriegst du einen Treffer, aber es ist wirklich schwierig. Ich habe mich wirklich an mehrere gerade rangewagt, an Kreuzer und auch an einzelnen an ein einzelnes Schlachtschiff. Vergiss es. Schlachtschiff eine Salbe in die Fresse bekommen, Feierabend.
Der hat das genau abgepasst und ich war unheimlich schnell, hat auch Boost alles an, ne? Und ich war gerade mal in Reichweite der Torpedos. Hinter ihm! Er hat mich beim Wegfahren tatsächlich noch gefickt. Und die Torpedos sind auch vorbei. Also ich glaube, ein Treffer hat abbekommen, das war's aber auch. Also lohnt sich überhaupt nicht. Ich hasse die Dinger echt. Was? Tachibana und so? Ah, hier fährt wohl irgendein Schiff namens Tachibana. Wenn wir rausfinden, was das ist. Was ist denn das? Ich sehe kein Tachi. Doch, da! Was ist denn das? Er steht doch da, Zerstörer. Ach, nicht da. Vielleicht so ein Premium-Teil neues. Ich glaube schon, oder? Müsste ich mal gucken gleich. Also jetzt will ich auf jeden Fall ein bisschen länger am Start bleiben. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist so frustrierend mit Zerstörung für mich. Echt. Premium T2. Ich muss mich echt gerade beruhigen. Das war so eine Scheißrunde, mein Gott. Egal wo ich hingekommen bin, alle haben die mich aufgedeckt. So eine Kacke, Mann. Ich versuche, aber ich sehe, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt, wenn ich so dran nachdenke, darüber nachdenke, wenn die russischen Zerstörer jedes Mal richtig heftig schnell weggefetzt, also wirklich brutal, was sie weggeballert werden. Und vor allen Dingen, in welcher Geschwindigkeit. Ich muss meine Chance nutzen. Scheiße, Mann, die Torps wären voll reingegangen, ey. Ich weiß auch, was er hier machen will. Der will mir die Torps in die Fresse hauen. Lad schneller nach. Schneller, schneller, schneller. Das ist natürlich blöd. Torpedos, Achter aus! Ja, er hat zwei hintereinander. Scheiße, wie komme ich da jetzt raus? Mit Geschwindigkeit! Mit Geschwindigkeit komme ich da raus. Das ist schon knifflig. Ja, es wird mich mal verdunkeln hier. Ach, ich bin auch ein Pfosten, ey. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich feiere gar keine. Ich feiere nicht mehr Russisch. Sondern ich bin ja wieder bei den Japanern. Man wird hier voll konfus, ja, wenn man das echt zu lange macht. Wir hinter die Inseln. Deswegen ist die Nachladezeit auch so bestialisch hoch. Oh! 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 Oh mein Gott! Ich muss näher ran. Jetzt, jetzt, jetzt! Boost. Maschinenboost aktiviert. Manövrieren nicht möglich. Fucker, ey. Schnell weg hier, echt. Also schnell wie möglich. Feuern hier. Nein, fuck, man. Er hat echt nur raus. Er hat sich rausgewunden. Ich müsste einfach einmal noch länger, ich müsste noch näher ran, ich müsste einmal näher ran noch. Das würde helfen, das würde richtig helfen, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal komme. So. Wie auch immer, wir probieren es. Wollen wir raus, abdrehen. Scheiße, aber hier ist richtig was im Gange. Hier kocht die Kacke, aber vom Allerfeinsten. Und auch ich habe Torpedos nicht. In meine Richtung unterwegs hier. Meine gehen offensichtlich daneben. Ich glaube, für den Zerstörer hier ist das auch ziemlich blöd. Ich sollte woanders hin. Denke ich jetzt mal. Der wird sich voll zerschießen lassen da, aber ich kann hier nicht bleiben, echt. Das bringt überhaupt nichts.
könnte jetzt natürlich in diese Enge da fahren. Ach, das sieht scheiße aus. Die sind hier alle so im Klabusterfuck hier. Was willst du hier machen? Jetzt mal im Ernst, was willst du hier machen? Ich könnte natürlich nochmal drehen. Jetzt verpissen sich die anderen. Da ist nur noch einer alleine da. Aber es wird schwierig für mich, denn... Ja, genau. Mach mir meinen verkackten Boost. Die St. Louis ist natürlich ziemlich langsam. Das ist eigentlich auch mein Vorteil, aber... Kreuzer, Schlachtschiff. Konfus! Ja, ja, wer wird's wissen? Verkackter... Oh, shit. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Manövrieren nicht möglich. Problem gelöst und kritisch beschädigt. Ich glaube, das war's. Kritischer Maschinenschaden. Das ist scheiße, wenn man gefickt wird, während man ficken will. Und ich werde hier hart gefickt. Torpedos auf Steuerbord. Ich muss schnell irgendwie noch Torps rausfeuern. Und mich zerfetzt es. Gute Nacht! Aber ich habe mir einen Kill erlackt, wenn es das Wort gibt. Ja, das war richtig scheiße. Voll blöd eigentlich, dass ich so gierig war und da noch rein wollte. Jetzt werden die natürlich so, oh komm schnell, da kommt Torpedos, oh ich kack mir die um, ich muss weg. Ne? Wäre natürlich geil, wenn einer so richtig behindert wäre und da noch reinfährt, aber das wird wohl nicht passieren. Aber was soll ich sagen? Zerstörer ist echt so, so ein Kreuz für mich. Wahnsinn. Ich will mal kurz gucken, wie die anderen sich so schlagen, aber sie sieht doch hier so als Cluster. Ich hätte echt irgendeinen einzelnen Vogel zerballern sollen. Und die Emden wäre jetzt natürlich super. Oder ich hätte mich die ganze Zeit, oder vornehmlich, hinter dem Schlachtschiff hier verstecken sollen. Und dann immer vorgehen, Torpedos raus und wieder hinter. Hab ich mir gerade selbst ausgedacht. Hat vielleicht aber auch schon irgendwann jemand mal gemacht, weiß ich nicht. Guck mal, diesen Typen hier, Leugem Astur. Oh, den hätte ich so richtig ge... Naja, ist ja auch egal. Aber so ist das halt. Das andere, im nächsten Spiel könnte ganz anders laufen. Er könnte super laufen und keiner kann sehen. Weiß nicht, Aufzeit, ne? Aber es variiert halt ständig, ne? Und wenn man natürlich jetzt noch so, wie ich gerade, ein bisschen blöd, ein blödes Spiel davor hatte. Die sehen so klobig aus. Jetzt sind die nicht so wirklich groß aus. Naja, da kann man sich natürlich schon beeinflussen lassen davon. Dementsprechend ein bisschen Blut drauf. Aber egal. Trotz allem danke fürs Zuschauen. Gib mir noch mal ein paar Tipps, das würde mir echt helfen. Oder zeig mir ein paar Videos und so, ne? Ich guck mir die auch an. Echt, ich mach das. Ich mach das wirklich. Ich würde einfach nur gerne besser werden mit Zerstörern. Das wär mein Traum. Mein Traum. Also, nochmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, haut rein. Ciao, ciao.